Okay, hallo SG-Gang, das Core-Training, Woche 1, sieht wie folgt aus. Natürlich nur Basics erstmal. Und darauf werden wir Schritt für Schritt aufbauen. Stufe 1 ist einfach eine Balance- und Stabilitätsübung, die jeden gut tut. Vor allem für Bandscheibenprobleme. Manche haben das ja, habe ich gehört. Einfach, wir fangen an mit Einbeinstand. Wer das easy kann, kann jetzt schon zu Stufe 2 gehen, indem wir das Knie nochmal 5 Punkte hochziehen. Und wer das kann, startet wieder unten und nehmt einfach den Sehnerv weg, wenn ihr selber merken, warum dann schon. Und macht es einfach mit Augen zu. Habe ich mit euch schon mal in den Classes öfters gemacht. Dann dasselbe nochmal, wer das kann, Bein hochziehen, mit Augen zu halten. Von vorne sieht es wie folgt aus. Halten, halten. Wer das kann, beides nochmal mit Augen zu. Das ist die Stabilitätsübung, Woche 1. Dann natürlich, das kennt ihr, die Ursprungsspannungsübung beim Ein, Hollow Hold, nur der Lendenwirbelbereich und der Gesäß. Der Gesäß ist am Boden, ich habe es einfach drauf. Und natürlich Arme gestreckt und eine Streckung bis zu den Zehenspitzen. Das halten wir 5x 30 Sekunden mit 30 Sekunden Pause. Dann natürlich, das kennt ihr auch alle, umgedreht die Arschposition. Wieder gestreckt in die Zehenspitzen und so hocharbeiten, wie ihr könnt. Auch das 5x 30 Sekunden, 30 Sekunden Pause, gefolgt von einer Planke. Wir drücken uns aktiv raus aus dem Boden, sodass der Boden rund wird, Bauchnabel anziehen und das Becken ein bisschen kippen. Auch das 5x 30 Sekunden mit 30 Sekunden Pause. Wer aufgepasst hat, weiß es. Das war's. Viel Spaß beim was auch immer ihr macht.